Gut, das ist mal der erste Teil. Erstmal aufbauen, dann. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Wahnsinn, ne? So. Hier die Kisten weg, das Stöckchen weg. Hier das Advanced-Ding weg. Das da weg. Okay, wir gucken mal, ob wir ein bisschen was aufstellen können. So. Oh, wie haben wir das gedacht? Hier, das, dann. Ja, also erstmal stellen wir die Glosch auf. Die muss ja erstmal Canola produzieren und Co. Jetzt habe ich keine Kiste mehr, weil ich brauche ja noch eine Kiste davor. Verdammt mich, aber macht ja nichts. Dann. Stelle ich davon zwei auf. Und ja, ich kriege noch eine Kiste hin, da wird es dann extrahiert und dann hier reingefüllt. Dann brauche ich einen Schlüssel noch, auf jeden Fall. Hier, du kriegst dann natürlich In und Out, Inset auf Grün, Extrakt auf Braun. Ja, machen wir das. Ne, komm, manchmal noch nicht aktiv. Das machen wir dann gleich. So, und du kommst auch Inset auf Grün und Extrakt. Gerade schwierig. Ach, auf Braun? Nein, was auf Blau? Mal gucken. Das machen wir gleich alles nach und nach, sonst kommt es so durcheinander. Ich könnte mal gerade, damit ich besser denken kann, ein paar Teile holen. Zwar. Ich habe doch einen Schlüssel gemacht, oder? Ja, den Schlüssel habe ich gemacht. Ich habe damit auf Kamera gemacht, das ist einfach nur nichts Weltbewegendes. Den Schlüssel habe ich gemacht. Und jetzt brauche ich noch natürlich hier Canola und Samen. So, ich habe noch ein Gerät vergessen, fällt mir gerade ein, aber das kann ich immer noch craften. So. Ja, hier machen wir das Canola rein und da machen wir die Seeds rein. Natürlich noch Schlüssel drauf, ist ganz wichtig. Ich habe schon wieder eine Kiste vergessen, aber ist ja nicht schlimm. So, das Canola bearbeiten wir hier weiter. Und zwar hauen wir hier. Ich überlege gerade. Ob ich das so mache oder so. Ja, komm, ich will es natürlich ein bisschen ordentlich. Das ist ein bisschen ordentlicher aus. Wir brauchen wahrscheinlich viel mehr Leitungen. Ich jetzt quasi hier hinstelle. Weil die brauchen auch Energie. Man kann gleich von da die Energie holen. Wenn wir da irgendwo Energie herkriegen, können wir irgendwie hin. Und die hauen das dann in diese Barrels rein. Die würden das automatisch extrahieren an deren Seiten. Aber wäre dann auch doof. Naja, komm, die sechs Stück da, die hau ich jetzt einfach. Hier daher.
So. Dann kommt hier nämlich auf jeden Fall das daher. Extrakt. So. Ja. Das Ganze kommt dann nämlich in unseren Fluid Blazer. Den setze ich dann nämlich hierher. Und von unseren Pressen hier. Wird reingepumpt, aber das da machen wir deaktivieren, rechtsklicken so. Da heißt es dann nämlich hier extrakten. Extrakten. Insert. Insert. So. 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 Okay, könnt ihr hinhauen. So. Das Loch stört mich auch so ein bisschen, aber egal. Gut. Dann brauchen wir. Es müssen die Samen weiterverarbeitet werden, weil wir wissen ja, man kann das Canola-Öl kann man veredeln. Erstmal im Fermenter. Danach muss man ja die Samen reinwerfen, nachdem man die Samen auch nochmal behandelt hat. Das machen wir jetzt auch gleich hier noch. Dann kriegt man besseres Öl raus, was dann viel mehr Energie produziert. So. Jetzt brauche ich. Die Scanner kann ich auch schon mal hinsetzen. Und zwar kommt jetzt hier den Boden ein Scanner, da kommt ein Scanner hin und hier kommt ein Scanner hin. Aber nicht so, sondern so. Wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich natürlich, wenn ich es einstelle und aufbaue. So, dann brauche ich einen Dropper hier und hier. Und unser Fluid Collector, der Collector, der kommt hierher. So. Natürlich könnte ich ihn auch da hinsetzen, aber dann müsste das da dann halt dahin. Das ist im Grunde egal. Also den noch relativ fix. Besser wäre, wenn ich da hinsetze, weil dann wird das nicht so nah hier dran. Obwohl, das ist eigentlich Schnuppe. So. Dann. Die Samen müssen ja auch verarbeitet werden. Dafür habe ich noch eine Maschine vergessen. Die bauen wir auch gleich noch. Aber auf jeden Fall brauche ich dafür. Das gleich hier hin, das war mit einem Weg. Warum wir das mit einem Weg stehen haben? Ich habe keinen Schimmer. Aber eigentlich ja nicht. Ach so, mit einem Weg. Na, und komm ich hier rein? Komm ich jetzt hier rein? Das wird hier gar nicht. Ne, das bauen wir hier hinten hin. Das muss ja auch noch. Mal 1, 2. So machen wir das. Steht zwar auch teilweise mitten im Weg, aber na gut. Abstand ist halt hier das Ding in der Mitte und dann immer zwei Blöcke dazwischen freilassen und dann kommen die Dinger dahin. Ja, so. Genau. So. Jut. Ich
könnte eigentlich schon mal Canola brot, gut, dass wir meine Energie hier hinkriegen. Schaut es dann hier oben aus? Im Grunde kann ich wieder hier abzapfen. Wie viel Energie haben wir überhaupt? Das ja, also der F, die gehen echt stark zur Neige. Also wir brauchen schon auf jeden Fall mehr. Jetzt ist die Nacht eigentlich auch egal, weil die Solarpower ist jetzt nicht mehr so wichtig. Hier diese Inputs von diesen Wasserrädern, die werde ich wahrscheinlich auch dann hier über... Also hier über diesen Raum machen, dass die ganzen Leitungen von da einfach da durchlege und von da aus nach da oben gehe. Gerade gucken. Lass mich mal gerade Lucky Lucky machen. Sift. Zwei Stück, also so. Wenn ich dann quasi hier runtergehen würde, bin ich in einem Wasserrad. Aua. Ah, das war das Wasserrad. Okay, da muss noch ein bisschen weiter hinter. Okay. Ich weiß gerade noch nicht, wie weit. Eigentlich nicht so weit, ne? Da sind wir ja schon. Da sind wir ja schon. Cool. Dieses MV, diese MV, die muss ich eigentlich auch mal alle in Hafen, also vor allem die, die jetzt quasi hier draußen rumlaufen. Die müsste ich eigentlich schon doch in High Voltage umstellen. Bein hoch, so. Wo haben wir denn überhaupt? Oh, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich aufgenommen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schirm, wann ich angefangen habe. Ich will vergessen, was ich sagen wollte. Kabel, Dingsmus, Connector, Dingsmus holen und. Naja, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hui. Ich mach gleich mal Schläfchen. Eigentlich brauche ich kein Schläfchen machen. Eigentlich. Okay, ich brauche. Die habe ich ja noch. MV. Relay, die könnten eigentlich noch hinhauen. Ich habe, glaube ich, keine Connector mehr, ne? Oh. Ich brauche mein Lehm. Ich brauche ein bisschen Eisen. Und drei Stück. Glaube ich. Dann kriege ich zwei Stück, das reicht ja eigentlich. Eigentlich reicht das ja. So, glaube ich, oder? Wenn ich jetzt einfach runtergehe, dann da anschließe. Ich mache es mit Kabeln, dann geht das doch ruckzuck. Dann reicht das doch dicke. So. Naja. So, ich gehe ja wieder hier am besten runter. Also da.
Ja.